Ja, und herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Es geht wieder weiter. Dummerweise hatte ich vorhin gerade eine Stunde aufgenommen und da gab es ein kleines Problem mit OBS. Daher muss ich das Ganze jetzt nochmals spielen. Doof. Jetzt kenne ich halt eine Mission schon und drei Gefälligkeiten, die ich jetzt einfach halt nochmals machen werde. Damit ihr das natürlich aussieht. Ansonsten habe ich nicht allzu viel weitergespielt, von daher machen wir doch einfach hier gleich mal das erste Rennen, das gleich in der Nähe ist. Und Rennen sind immer gut zum Anfang. Und mittlerweile ja auch nicht mehr so schwer. Wenn man denn gut fahren würde. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, ob ich wirklich die ganzen Spiele, jetzt nicht nur Sleeping Dogs betreffend, solche Collectibles oder hier jetzt zum Beispiel die ganzen Drogenrazzien offline machen soll und dann einfach die letzte Mission so gesehen zeigen soll, zeigen wie es ausgeht, oder ob ich wirklich alles aufnehmen möchte oder überhaupt 100% wirklich spielen möchte. Da bin ich etwas am überlegen, wie ich das machen soll, weil es halt schon recht repetitiv ist. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall hier, wie gesagt, mit diesen Drogenrazzien und die ganzen Statuen und auch die Tresore, also das alles halt eben ziemlich repetitiv ist. Ob sich das wirklich lohnt aufzunehmen und Speicherplatz dafür zu opfern, so gesehen. Oder ob ihr das wirklich sehen wollt. Oder ich mache ein Special-Folgen vielleicht raus. Das ist auch eine Option. Vielleicht mache ich das einfach so. Okay, nice. Jetzt habe ich nebenbei einfach mal einen Cargo Truck, einen Geldtransport geklaut. So soll ich auch nicht rein dazu. Und falls ich mich vielleicht etwas anders anhöre, liegt das daran, dass ich hier mein Windows von einer alten E-Mail-Adresse auf die neue umgestellt habe und jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht alle Einschränkungen von OBS und auch vom GoXLR übernommen wurden. Wo muss ich denn jetzt denn abliefern? Hier. Komisch. Ich hoffe, es sollte trotzdem irgendwie alles ein bisschen stimmen noch oder sich gut anhören. Ich habe dann versucht, wirklich alles wieder gleich einzustellen. Was eben offensichtlich nicht ganz so gut geklappt hat am Anfang. Aber jetzt sollte es eigentlich wieder gut sein. Hm.
mit der Tontechnik bin ich sowieso manchmal noch am Rätseln, wie ich das wirklich richtig und gut einstellen kann, dass es sich gut anhört. Weil ich da manchmal immer noch nicht ganz so zufrieden bin. Und da wir jetzt schon hier sind, können wir gleich diese Gefälligkeit hier machen und ihn umzufahren, bitte. Hey man, how's it going? So knapp. I just finished another race. I had a bomb, but Big Nose Chan cheated. He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. Will you teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Klar. Rennwagen des Siegers finden, bevor er wegfährt. Naja gut, finden ist jetzt großes Wort, wenn ich hier einfach hingeleitet werde. Dann muss ich ja nichts finden. Die Karre fährt sich ein bisschen schräg. Hat sich nicht gelohnt, diese 125k. Radkreuz aus dem Kofferraum des Rennautos klauen. Zerstöre den Rennwagen. Wrecking a man's car? Don't you know that's how he makes a living? Das war einfach. Kein Schade, ich dachte, ich könnte es noch klauen. Wäre irgendwie noch lustig gewesen. Also für mich zumindest. Rechts haben wir noch eine Drogenradzahl, die könnten wir auch gleich noch machen. Dann links zwei Rennen. Ja, ne, wie gesagt, die Drogenrazzien möchte ich eigentlich vielleicht eher irgendwie in einem separaten Video machen. So, eine Art Special-Folge. Wo ich einfach nur Drogenrazzien abklapper. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Junge! Immer diese Frage. Ich habe die mindestens schon 10-mal überfahren. Sorry! Du warst im Weg. Oh Mann. Oh shit, jetzt kommt ein Jump. Zwei Schreine auf der Karte, die ich wahrscheinlich eh gleich wieder vergessen werde, wo die waren. Ja, die Schreine sind halt schon noch wichtig. Wie auch die Statue natürlich. Die Tresore, naja, da kann man eigentlich drauf pfeifen. Wie auch die Drogenratzen. Obwohl es da vielleicht irgendwie was am Ende gibt. Ich glaube, die Drogenratzen sind auch vom, ja, gehören zum Hauptspiel, glaube ich. Ich habe ja hier die Definitive Edition und da gibt es ein paar DLCs, die eigentlich mit dabei sind. Und das sind, glaube ich, eher die Cop-Jobs. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie was mit einem Geist, glaube ich. Irgendwie so etwas Ähnliches. Nice. Okay, hier sind zwei Schreine, die ich erledigen könnte.
kommt mir irgendwie vor wie ein Déjà-vu. Liegt vielleicht daran, dass ich genau das gleiche gemacht habe, nachdem ich das Rennen hier gefahren bin. Könnte möglich sein. Und die Kamera ist dann auch gleich hier unten zum Hacken. Das kann ich gut machen. Da die Kamera hacken ja jetzt nicht so lange dauert. Wenn keine Leute da sind. Okay, nice. Nice. Das ging ja einfach. Gibt's hier drin was Spannendes? Hab mich vorher schon mal gefragt. Ist aber bloß eine Garage. Ich frage mich, muss man eigentlich die Schlägertypen immer besiegen oder kann man sich einfach bloß die Kamera schnappen und hacken? Holy smokes! Okay, das muss ich kurz aufschreiben, die Zeit hier, das war jetzt ziemlich lustig. Damit ich das rausschneiden kann. What the fuck, da fliegt einfach ein Bus durch die Gegend. Wahrscheinlich, weil hier noch die LKWs stehen. So bescheuert. Wasserzugriff, da kommen wir nicht so schnell hin. Hier gibt es noch ein Rennen. Drogenratzer. Zwei Gefälligkeiten. Die mache ich noch. Dann hier das Rennen, die zwei Rennen wahrscheinlich. Oder drei Rennen, mal schauen. War jetzt nicht so ein spektakulärer Jump. Sorry! Ja, nice, kommt schon. War doch keine Absicht. Da links wäre eine Kamera zum Hacken. Es ist irgendwie immer einfacher, die Cops zu rammen, als irgendwie wegzufahren. Naja. Oh shit. Siehst du, die kommen einfach an mich ran, obwohl ich hier einen Sportwagen habe. Oh shit, das sollte ich nicht durchfahren. Ja. Da links ist eine Gefälligkeit. Wahrscheinlich nicht die, die ich eigentlich wollte, aber die nehme ich natürlich mit. Und die 28 HK natürlich auch. Hey, hey, what's going on? You can put guy be moving in on my girl. Problem is, this guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? Einige Cops in Schlepptau nehmen. Wie convenient, dass dort ein Copwagen steht.
So leichter geht's ja nicht. Zum Busdepot. Hello! HKBD! You are under arrest! Nee, ich nicht. Ich niemals, ich hab nichts gemacht. Ich schieß ja nicht auf mich. I'm out. Das war wieder mal einfach. Wie eigentlich ziemlich alles. Wo bin ich jetzt hier? Okay. Polizeiliche Ablenkung. Nehmen wir doch auch gleich noch mit. Alles heute mit der Polizei zu tun irgendwie. No, jetzt habe ich den Automaten zerstört. Weiß ich natürlich schon, dass es hier reingeht. Wait, damn it. Good to see you. Hey. What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago, but the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Claro, nichts leichter als das. Hey you. In the stupid uniform. Tschüss. Nee, heute nicht. Ich hab Besseres zu tun. Ach, wait. Sorry. Ich muss da mal durch die Mitte. Wait, hat's halt schon drauf. Moin Leute und bye. Danke Mann, hast mir das Leben gerettet. Schau. Sicherlich doch. Es ist hier irgendwie so eine Mall. Aber irgendwie kann man leider nichts hier drin machen. Echt schade. Love is love. Adios.